Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play War Thunder. Und ja, ihr habt es wahrscheinlich letzte Tage schon mitbekommen auf meinem Kanal. Ich habe so verschiedene Videos gepostet, so von wegen, ja, Testflug Düsenjäger, boah, schau mir diese Fotos an. Und ich habe ihn endlich, den Horten 229, den Gotha-Nurflügler, ist ja im letzten Patch erschienen, dieses wunderschöne Flugzeug. Gab es leider in echt nur als Modell. Oder wurde sogar, glaube ich, einmal geflogen, aber war nie wirklich in Massenproduktion. Nur Thunder gibt es ihn endlich und das Ding ist einfach nur genial. Kann euch ja mal einen Forschungsbaum zeigen. Sieht man mal bei den deutschen Flugzeugen, wie weit ich da schon geforscht habe. Es war auch nur möglich mit Hilfe von Gaijin. Die haben mir da ein bisschen Punkte gespendet, damit das soweit möglich war. Seit den Horten habe ich jetzt erforscht. Als nächstes erforsche ich die ME, die Messerschmitt 163B. Komet, die habe ich im Testflug drin gehabt, die war richtig lustig, weil die schafft auch wirklich sehr leicht die 1000 km/h und über den 1000 km/h. Tut sie leider heute ein bisschen schwer, aber egal. Und ihr seht, ich habe da sogar noch jede Menge zu tun. Also ich möchte erstmal versuchen, die vier Flieger alle zu haben und dann geht es weiter natürlich mit diesen speziellen Modellen, die ich da noch nicht testfliegen kann. Ja. Aber es ist ja schon ganz cool, dass ich was erreicht habe. Ich wollte auch noch gleich ein paar Fragen beantworten, bevor wir uns jetzt ins Gefecht stürzen. Wurde gefragt, warum ich denn unten so viele Flugzeuge drin habe. Ganz einfach, man kann sich da mit diesen Golden Eagles, die man für Events kriegt oder sich auch kaufen kann, einfach extra Plätze gekauft. Hat man mehr Flugzeuge drin, habe ich fast bei allen Nationen gemacht. Bei anderen Nationen zwar nicht so stark, ich finde, bei den Russen sind es mehr Panzer. Bei den Briten habe ich es auch drin, bei den Japanern auch, genau. Und ich bin mit ihm noch nicht geflogen mit dem Horten, also ihr könnt auch gerne sehen unter Modifikationen. Ich hatte wirklich nichts drin, aber als erstes forschen wir gleich mal das hier. Ganz wichtig. So viel hat er auch nicht. Oh, Düsentriebwerk. Und ja, dann hätte ich mir gesagt, wir hauen uns in die Schlacht rein. Ich bin mal gespannt, ob wir überhaupt ein Match finden. Weil ich habe jetzt sehr viel Stufe 4 gespielt, bevor ich hier Stufe 5 gekommen bin und in Stufe 4. Gibt es schon zu wenig Flieger, heißt das, sind generell weniger Leute und teilweise waren da eben auch Düsenjäger, also 5er Flieger mit drin. Also anscheinend haben es noch nicht so viele Leute geschafft, auf dieses Niveau zu kommen. Finde ich also schon klasse, wenn ich sagen kann, boah, ich habe einen Düsenjäger. Und falls euch wundert, warum jetzt das Mikro jetzt ein bisschen schlechter klingt als jetzt neulich, es liegt daran, ich habe ein altes Mikro wieder anschließen müssen, weil mein Mischpult, das ich mir jetzt neu gekauft habe für TalkTalks und allem, drum und dran mit natürlich Rode und was nicht alles. Neues Großmembran und so. Das ist jetzt innerhalb von einer Woche in Garantiefallschirm wieder geworden. Das ging auf einen Tag mal wieder gar nichts. Das eingeschaltet, ich konnte irgendwie nichts mehr regeln und es wollte nichts mehr. Es kam kein Signal mehr am PC. Support angeschrieben, die ja, schicken Sie es uns zurück. Ist bekannter Fehler bei diesen Dingern. Werksfehler. Gut, jetzt ist es gerade auf dem Weg zurück zum Versand. Hoffe, die ersetzen mir das. Ich hätte aber eigentlich 3 Jahre Garantie vom Hersteller und dann nochmal 3 Jahre Garantie vom Versandhaus, also ich denke mal, das wird kein Problem sein, weil ich habe ja nicht irgendwie einen Kurzschluss oder sonst was fabriziert. Das geht ja auch mit so einem Ding ein bisschen schlecht. So, ich starte gleich einmal mit dem Horten, weil ich nicht warten kann. Ist jetzt zwar ein bisschen risky, weil das erste Flugzeug ist eigentlich das, was immer als erstes kaputt geht, weil, ja, die zwei Staffeln quasi so aufeinander fliegen, so krabum. Aber ich finde es gleich mal cool. Ich fliege ja mit 500 km/h und ich werde ja einfach ein bisschen rumfliegen. Und ihr hört schon, hier sind Propellermaschinen unterwegs. Ja, Messerschmitt, Focke Wulf, alles Mögliche. Ich steig gleich mal auf. Erste, was ich mache, ich gehe mal hoch. Wuhu! Alter, ist das Ding nice. Seht auch, geht ganz schön schnell hoch. Also die Meterzähler rasselt hoch, aber auch die Geschwindigkeit geht runter. Also wie gesagt, er hat nicht die Power. Er hat eindeutig nicht die Power von der Komet. Wow! Hey Junge! Aufpassen! Das wäre ein schöner erster Flug gewesen, wenn direkt mir so ein Vollidiot reinrasselt. So. Da kommen die Feinde. Da brennt schon einer. Ich habe schon mitbekommen, dass so die, dass sich alle auf die Düsenjäger stürzen, weil sie ja eine quasi einen Level über einen sind. Da kriegt man extra Punkte, wenn man die abschießt. Bin gespannt, ob sie sich auch auf mich stürzen. Wäre ganz interessant. Ich komme nicht so weit hoch. Scheiße. Der fliegt mich an und ich komme nicht hoch. Fuck, ey. Ich kann nicht ans Hoch. Ach, okay. Glück gehabt, er hat nicht mich angeflogen, aber der fliegt mich, glaube ich, an.
Und ich verliere gerade Vollgeschwindigkeit und Höhe. Verdammt. Oh, jetzt. Oh, Alter, nee. Gleich erster Flug abgeschossen worden. Scheiße, ja. Aber wie gesagt, die Geschwindigkeit war nicht ideal. Gut, mit ihm nicht steigen. Aber dann muss ich euch halt die anderen Flieger zeigen. Das war jetzt Fail, muss ich ganz ehrlich sagen. Seht ihr, ich habe auch noch Dreierflieger drin, aber ganz ehrlich, diese Dreier Messerschmidt mit der vollen Aufrüstung und Maschinengewehren und allem, die hält schon auch noch mit den anderen Jägern mit. Und man sieht ja auch, hier ist eine U87, heißt das auch ein Dreierjäger, also ein Jagdbomber. Also man merkt schon, hier oben, also in den höheren Leveln, ist irgendwie alles zusammen. Jetzt werde ich auch noch angestupst. Wo bin ich angestupst? Ich kann doch jetzt nicht angestupst werden. Leute, ich nehme auf. Messerschmidt. Komm her, du kleine... Ach komm, ist schon kaputt, ey. Ich hasse das. Muss wieder ein Ziel aussuchen. Ja, ihr wolltet ihr immer wieder Tipps hören, also versuche jetzt einfach da ein bisschen Tipps reinzubringen. Ich verspreche, ich werde irgendwann mal Tutorials machen. Ich habe nur gerade ein bisschen viel um die Ohren. Ich habe nächste Woche, oder eigentlich diese Woche schon, obwohl ich das jetzt aufnehme, ich weiß nicht, ob ich es schon hochladen kann, ein paar Termine in München, also bisschen Stress, ich komme nicht dazu, aber ich sitze eigentlich schon am Konzept. Ich werde also versuchen, eins für Jäger, eins für Bomber zu machen. Aber vielleicht auch mal ein allgemeines. Erwartet da keine großen Animationen, weil ich bin da nicht sehr gut drin und den Flieger kann ich in die Tonne hauen, weil ich irgendwas ist kaputt, ich kann nicht mehr steuern. Ja, scheiße. Aber es kommt auf einem nebenbei reden und ich bin auf einmal schlecht wie Sau. Werde ich auch noch angestupst und schon ist die Konzentration komplett für den Arsch, aber ja. So, mich hat irgendwann angeschrieben, egal. Ja, wie gesagt, versuche ich natürlich Tutorials zu machen. Wann und wie die erscheinen werden, kann ich echt auch überhaupt nicht versprechen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, ja, zeitmäßig muss ich mein Konzept aufbereiten, dann muss ich mir jede Menge aufnehmen, muss ja wirklich mal Material sammeln, wie im Blöder, um dann das zusammenzuschneiden. Ich habe mir auch überlegt, ich weiß nicht, ob es in Ordnung ist, aber es würde dazu passend, dass ich quasi da mehr mit Skizzen arbeite, mit selbstgezeichneten, so auf dem Block quasi. Damit könnte ich das alles ein bisschen einfacher erklären. Und das wäre halt nicht jetzt grafisch der Aufwand. Okay, dann würden mich alle auslachen. Die Zeichnung sehe ich. Du zeichnest wie mein kleiner Bruder. Ich weiß, ich bin zeichnen ja nicht gut, aber... wäre auch wurscht. Oder irgendwie mit Kartonvorlagen oder ähnlichen. Das wäre doch eine Idee. Schaut, machen wir so Kartonflieger. Das ist so eine coole Idee. Aber ja, ich hoffe, ich wenigstens... Ich hab's abgeschossen. Schau, kaum nämlich auffällig kreativ. Das ist Wahnsinn. Oh. Muss ja einen Schluck trinken. Ich habe so einen trockenen Mund zurzeit. Liegt in den ganzen Heizungen. Kriege immer sehr schnell einen trockenen Mund und trockene Lippen und dann muss ich einfach viel trinken, sonst, ja, kann ich nicht plappern. Auch lustig in dem Bezug, ich habe hier mal, also, meinen letzten Job in einem Callcenter gearbeitet, als technischer Telefonist, und da war es dann auch so, dass ich am Tag, es waren 6-7 Liter getrunken habe, wirklich 6-7 Liter. Aber ich musste eigentlich auch nicht mehr aufs Klo deswegen, weil ich alles verplappert habe, die ganze Zeit. Aber du redest du wirklich in einer Wurst, also kaum ist der erste Anruf vorbei, hast du, keine Ahnung, 20 Sekunden Zeit, kommt der nächste. Geht's ruckizi zuckidi. Und da braucht man viel zu trinken. Wir haben teilweise, ich habe teilweise auch während des Gesprächs getrunken. Ja, typische Situation, gegeneinander geflogen, ich habe ihn noch abgeschossen, er hat mich abgeschossen. Kommt vor bei diesen One-gegen-One-Matches, aber muss auch dazu sagen... Es ist ja nur ein Spiel, da ist das Leben nichts wert, deshalb egal. Ja, kurz auf den Punkt gestanden, da bin ich heute nicht gut dabei. Ich weiß, also das ist jetzt nicht gerade meine Runde. Ich weiß, sage ich öfters, es ist wirklich so, also ich habe schon öfters Runden auch schon mal mit 15.000 Punkten abgeschlossen, aber ja. Es kann halt nicht immer funktionieren. Muss man dazu sagen. Vor allem, wie gesagt, wollte euch da schön Flieger zeigen. Voll die coole Fliegerei, aber denkst du, wird einfach mal alles kaputt gemacht. Weil du natürlich gleich das Hauptziel bist für alle, weil du einen Düsenjäger hast. Aber ich werde natürlich mit dem Horten jetzt mehr fliegen in nächster Zeit, weil
Ich habe jetzt so lange auf diesen Flieger gewartet, so lange drauf gespart, Punkte gesammelt, also den werde ich nicht so lange angeben. Immer auch wichtig, konzentriert euch auf die Flieger, die euch anfliegen. Niemals hier nachfliegen, jemanden nachfliegen, wenn ihr Flieger habt, die euch anfliegen. Größte Fehler, den ihr machen könnt. Weil die setzen sich, also die Flieger, die euch anfliegen, setzen sich hinter euch und dann seid ihr tot. Dann ist es lieber, man riskiert so ein Auge um Auge, dass man halt quasi auch selber abgeschossen wird, so wie jetzt. Aber man konnte wenigstens noch einen mitnehmen. Auch wichtig. Boom. So, habe ich noch einen Flieger und noch einen Bomber. Aber wir sind eher am Verlieren. Ich glaube nicht mehr, dass das so lang gehen wird, das Match. Wupp, 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 wupp. Dann war es auch schon wieder mit der Aufnahme. Wie gesagt, wird War Thunder. Ich schaffe da teilweise die Viertelstunde einfach nicht. Also dürfte auch nicht böse sein, wenn mein Video nur 11 Minuten lang ist oder 9 Minuten. Es kommt halt immer nach Match drauf an und ich möchte eigentlich ungern in eine Folge mehr als ein Match reinhauen, weil dann kann man sich nicht drauf konzentrieren. Es gibt ein Match und das geht's in dieser Folge. Und wenn das Match vorbei ist, geht's dann um... Also, das nächste Match kommt dann in der nächsten Folge. Ich finde das eigentlich eine ziemlich gute Aufteilung. Das soll ja auch spannend sein, das nächste wieder einzuschalten. Ich habe mir auch wieder überlegt, ob ich wieder Indie irgendwas mache. Ich habe da gerade so ein Spiel in der Rückhand, so ein Survival-Spiel. Der die ultra drauf Bock, dass man irgendwie live zu streamen oder ähnliches, weil es halt auch so schön offline ist. Muss sagen, ich habe fast keine Offline-Spiele. Nachdem ich jetzt auch nicht so die Stream-Quali habe, funktioniert zerstört. Was? Wieso werden eigene zerstört? What the fuck? Ist immer reingeflogen. Ja. Kein nichts dafür. Treffer. Muss ich ja sagen, es war nicht absichtlich, aber es kommt halt immer wieder auch vor, dass man absichtlich von Verbündeten abgeschossen haben. Ich schau gleich mal, sorry, dass es mir leid tut. Ach, jetzt sowas, ich breche die.